Und damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer vom Parktube hier bei einer weiteren Episode von Dispatch Now mit ganz spannenden Themen. Unter anderem geht es heute um Josefinas kaiserliche Zauberreise, des Weiteren auch im Europapark bekommt Titan Track für Wodan. Dann haben wir noch News aus dem Efteling und zwar werden das Szenerien des fliegenden Holländers verändert. Diese News ist auch schon was älter. Und zu guter Letzt Walibi Holland. Dort kommt eine Weltneuheit. Also fangen wir an. Beginnen tun wir mit Josefinas kaiserlichen Zauberreise, denn da hat man tatsächlich spekuliert oder es wurde auch bekannt gegeben, dass die Fertigstellung des kompletten Rides, das heißt die Boote, die noch geliefert werden sollten, die ersetzt werden sollen durch die Floßfahrten oder durch die Floße und außerdem auch noch die Station, die bearbeitet bzw. komplett umgebaut werden soll. Das Ganze war eigentlich geplant für 2023, wurde aber dann nach hinten verlegt durch die Baustelle von Voltron. Aber dies sei jetzt wohl nicht mehr notwendig und somit kann man tatsächlich doch 2023 diese ganze Fahrt, ja, so wie sie eigentlich gebaut werden sollte, darstellen. Also nicht 24, sondern jetzt doch tatsächlich 2023. Also wir können uns noch dieses Jahr auf die Fertigstellung von Josefinas kaiserlichen Zauberreise freuen. Und ja, vielleicht der eine oder andere, der das noch nicht gewusst hat, hier auch nochmal kurz zusammengefasst. Weiter zur nächsten News. Bleiben wir direkt im Europa-Park und ziehen rüber Richtung Wodan, dem GCI Wooden Coaster oder dem Timber Coaster Wodan. Und zwar werden da auch ein paar Updates momentan eingebaut. Unter anderem eine Schallschutzwand und zwar oben nach dem ersten Lift Hill, bevor es dann in der Rechtskurve runter zum First Drop geht. Dort haben wir jetzt auch tatsächlich eine Schallschutzwand, um eben die Bewohner von Roost weniger zu stören oder eher weniger Lärm zu produzieren. Außerdem aber auch eine News, man hat jetzt sich auch entschieden, das neue GCI-Produkt, was seit 2020 auf dem Markt ist und von GCI vertrieben wird und gebaut wird, und zwar das Titan Track. Ja, Titan Track, dafür hat sich der Europapark ebenfalls entschieden, um tatsächlich die Kosten der Wartung bzw. auch der Verschleiß, um den Verschleiß zu verringern, hat man auch einen Teil, wie zum Beispiel jetzt auch im Efteling, bei Joris in der Drag, in der Kurve, bei Python, hat man sich auch dazu entschlossen, die beiden Bahnen dort zu updaten mit einem Titan Track, um eben die Wartung und eben den Verschleiß zu verringern. Von daher auch jetzt nun der Europapark. Aber wo genau finden wir jetzt den Titan Track? Ja, der Abteil vor der Schlussbremse wurde erneuert. Das heißt, es betrifft nicht die restliche Strecke der Holzachterbahn, sondern eben vorerst nur die Stelle kurz vor der Schlussbremse. Da wirken auch ganz viele Kräfte. Und eben dadurch wird die Wartung bzw. auch der Verschleiß weniger, so auch der Hersteller. Und ja, irgendwie ziehen jetzt ganz viele Parks nach. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob man irgendwann auch die ganzen GCI-Produkte, unter anderem auch eventuell Troy, mit Titan Track sehen wird. Und zwar nicht nur einen Teil der Strecke, sondern auch komplett. Weil ich denke mal, wenn man so ein Endergebnis dann sieht, dass tatsächlich nur durch dieses Stück so viel Verschleiß gespart wurde. Ich glaube, dann wird man in der nahen Zukunft auch sich überlegen, die kompletten Strecken mit Titan Track zu bestücken. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist noch ein bisschen länger. Wie gesagt, man sagt ja erstmal nur diese Stellen, genau wie bei Joris in der Drag. Und dann guckt man erstmal weiter in den nächsten Jahren, was denn da so kommen wird. Aber auf jeden Fall finde ich cool von GCI, dass sie jetzt auch ihre, sag ich mal, Produkte geupdatet haben und jetzt somit auch eine, ja, wartungsfreiere oder verschleißfreiere Variante ihrer Produkte oder GCI Wooden Coaster verkaufen. Unter anderem ist aber dann auch möglich, dort Inversionen einzubauen. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein, was denn da so in der Zukunft passieren wird. Gerade haben wir über Joris in der Drag gesprochen, aber was auch in der Nähe sich befindet, ist ebenfalls der fliegende Holländer, der jetzt bald auch seine Pforten öffnen wird, aber dieses Mal mit einer Neuerung. Ich freue mich besonders auf die Neuerung, denn es beinhaltet einen Dark Ride Part, der in meinen Augen auch in den letzten Monaten oder sogar Jahren
öfter für Probleme gesorgt hat, beziehungsweise ein Effekt, der eigentlich nie wirklich funktioniert hat. Und zwar reden wir gerade über die Wasserleinwand, denn diese hat öfter Störungen verursacht. Und somit hat man sich kurzerhand nun entschlossen, tatsächlich diese Wasserwand wegzulassen, beziehungsweise zurückzubauen und andere Objekte mit in diese Szenerie einzubauen. Ja, nicht nur der Grund, dass eben mehrere Störungen verursacht wurden durch diesen Wasserfall. Nein, man konnte auch die Musik, die tatsächlich im Hintergrund spielt, nie wirklich wahrnehmen und verstehen, was da eigentlich passiert in der Szenerie. Und somit haben sich jetzt die Mitarbeiter bzw. die kreativen Köpfe des Eftelings überlegt, wie kann man das Ganze denn umgehen? Ja, und zwar, wenn man die Wasserbahn einfach komplett weglässt und tatsächlich echte Theming-Objekte dorthin stellt, wie zum Beispiel Schiffwracks, die es nicht mehr geschafft haben, und somit kann man jetzt auch, wie das Efteling sagt, mit der Musik mehr erzählen, und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, denn es soll auf jeden Fall viel passieren in diesem kurzen Moment mit jedem Blitzschlag, der auch zur passenden Szenerie der Musik passt. Werden dann diese einzelnen Schiffwracks auftauchen im Licht, und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Wir wissen alle, Efteling kann Dark Rides und Dark Ride Elemente. Und da können wir uns auf jeden Fall auf eine große Sache freuen. Und ich werde auf jeden Fall direkt am 1. April da sein, wenn der Fliegende Holländer tatsächlich wieder seine Pforten öffnet. Und ich werde mir das Ganze nochmal natürlich genauer anschauen und euch mitnehmen in einem Vlog dafür. Also ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt, was das Efteling da auf die Beine stellt in diesen einen Raum. Die Investitionshöhe, die ist auch schon ordentlich. Also kann man schon was Tolles erwarten in den einem Raum, wo in den letzten Jahren echt nicht viel passiert ist, außer dass man eine Projektion auf die Wasserleinwand projiziert hat und die Musik leider nicht wirklich mitbekommen hat. Und jetzt das Ganze wird sich ändern, und ich bin auf jeden Fall heilfroh und sehr gespannt, was uns da erwarten wird, wie das Ganze aussehen wird. Ein Artwork dafür habe ich auch schon gefunden. Hier könnt ihr es sehen. Das ist das erste Artwork, was offiziell im Netz gelandet ist, auch schon länger her. Aber Hauptsache, wir wissen jetzt nochmal alle Bescheid, was da passieren wird, wie es ungefähr aussehen wird. Und ich bin gespannt und freue mich riesig auf den Besuch dort im Efteling, wenn die Pforten endlich öffnen. Aber genug gelabert, jetzt geht's weiter zur allerletzten News, und die hat uns tatsächlich heute sehr überrascht. Weiter geht's. Ja, bleiben wir im gleichen Land, und zwar in den Niederlanden. Fahren aber rüber zu Walibi Holland, denn dort wird was Großes auf uns zukommen im Jahre 2024. Ein RMC haben wir tatsächlich schon stehen im Freizeitpark, der von Robin Hood umthematisiert wurde auf Untamed. Aber wir bleiben auch bei der gleichen Firma, und zwar RMC beliefert Walibi Holland mit einer Single-Rail-Achterbahn. Oder soll ich sagen, mit zwei Single-Rail-Achterbahnen. Und da haben wir es, meine Freunde, das ist die Weltneuheit, eine Doppelanlage von einer RMC Single-Rail-Anlage. Ich bin auf jeden Fall krass überrascht worden, als die News vorhin rauskam. Mega geil, die erste hier in Europa. Ja, aber warum hat man sich denn jetzt dazu entschlossen, zwei Anlagen zu wählen? Punkt 1 ist natürlich die Kapazität, die dadurch in die Höhe geht. Mit zwei Anlagen ist ja logisch. Zweiter Punkt ist, dass man zwei Varianten hat. Eine für Familien ausgelegt und eine für Thrill-Seeker. Das heißt auch, Leute, die eben nicht so krasse Achterbahnen fahren können, können wahrscheinlich mit der harmloseren Single-Rail-Anlage mehr anfangen, als jetzt die Leute, die wirklich auf krasse G-Kräfte stehen und Inversion. Und das finde ich natürlich auch mega geil, weil, ich weiß ja nicht, wenn du eine Anlage da hinstellst, sagen wir mal Conda oder Taron, okay, Taron ist ein doofes Beispiel, weil daneben hast du ja direkt Raik, aber ja gut, vergleichen kannst du es eh nicht, das ist ja nicht die gleiche Anlage, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Conda, die ist halt nun mal schnell, die hat nun mal krasse G-Kräfte, aber du hast nicht direkt daneben die gleiche Anlage stehen, aber eben für das Publikum, was eben jünger ist oder familientauglicher. Und daher hat Walibi Holland jetzt zwei Single-Rail-Anlagen gekauft, die 2024 fertiggestellt werden soll, oder 25, ich weiß es nicht genau, aber das ist der Grund, warum man zwei Anlagen gewählt hat. Eine, die eben nicht so extrem ist, die andere, die tatsächlich für Thrill-Seeker gedacht ist und jeden das Thrill-Konto auffüllen kann.
Genau, und das sind eben die News aus Walibi Holland, beziehungsweise die kompletten News der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn sie nicht so lang war, die Ausgabe. Aber welche News hat euch denn am krassesten überrascht heute? Also ich finde schon, Walibi Holland hat heute tatsächlich den Rahmen gesprengt mit den zwei Single-Rail-Anlagen, die einfach mal jetzt auftauchen werden in Europa. Aber auch freue ich mich natürlich besonders auf Efteling und der neuen Szenerie im fliehenden Holländer. Ja gut, das war es aber auf jeden Fall von dieser Ausgabe hier bei Parktube, Dispatch Now. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Ich frage mich, welche News dann kommen werden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Rein in die Kommentare, was euch so gefallen hat oder was ihr euch besonders freut, was heute in der News-Ausgabe vorkam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut und ciao.